Yo Leute, heute testen wir die Shooting Stars. Neue Bombenrohre von Nico Feuerwerk aus dem Norma für 2,99 €. 10 Stück sind in der Packung. Die NEM beträgt 25 Gramm, also auf die 10 Stück. Beschrieben werden die hier als Feuerrohre mit je 5 Knallsternen. So sehen die Teile aus. Sehen alle gleich aus. Hier ist so eine 5, 5 Stars, ja 2,5 Gramm. Hier steht auch Feuertopf drauf. Eigentlich schade, weil viele Leute hatten ja gedacht, die wären eine Alternative für die Flashbangs vom Lidl. Aber es sind leider nur Feuertöpfe und keine richtigen Bombenrohre mit Zerleger. Aber was soll's? Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Test der Shooting Stars. So, hier zum Test. Die Shooting Stars sollen ja richtig schlecht sein. Machen wir hier erstmal einen. Schreck. Also Leute, ohne Witz, was ist das? Das ist nicht mal ein Feuertopf. Machen wir noch einen so normal, also gerade nach oben. Ganz im Ernst, Leute, was ist das für eine Scheiße? Ehrlich gesagt, ich habe schon gar keinen Bock mehr, noch welche zu testen. Ich finde, es reicht jetzt auch. Also absolut keine Kaufempfehlung, Leute. Kauft euch da lieber die Elysium aus dem Lidl. Da habt ihr 16 Schuss mit 15 mal besseren Feuertöpfen als die hier. Und ja, das war's dann mit dem Video, Leute. Tschüss. Premium-Abschluss. Es war schon immer so, unser Pyroherz brennt Dezember. Rauch steht auf Straßen wie Gangster. Wenn die Tüte in der Hand meine Kinderträume trägt und ein Blitzknall gewitter durch die Winterwolken fegt und die Boys stehen im Park schinkenweise China knallt. Bunte Blitze überall, es ist Silvester, ich schieß ein Bündel Raketen in grauen Winternebel, bunter Sternenregen.